Klassische Pancake. Oh, der war schnell. Maple Syrup und Butter. Lecker. Oh, ein schönes Gewitter. Ich frage mich, wann der Inspektor auftaucht. Medium. Bitteschön. Oh, jetzt geht's los. Chicken. Bowtie. Und Sellerie. Oh. Sorry. Nein. Ah, sorry. Die Suppe wird nix. Nimm sie gleich so mit. Oh, der Inspektor mitten in der Rush Hour. Besser kann's ja gar nicht gehen. Verdammt! So ein Käse hier. Nein, doch. So die Vegetariersuppe. Noch eine. Ah ja, Teller war schon auch noch. Oh. Nö. Ja, bin gleich da. So, es war jetzt eine Vegetariersuppe, ohne hinzuschauen. Bin ich ja mal gespannt. Na, hat doch geklappt. Okay, Bowtie, Bouillon. Farfarella oder so heißen diese Nudeln bei uns, ne? Die Bowties. Oder Farfella. Diese Schmetterlingsnudeln. Farfalle, glaube ich. Na, er schon wieder. Schon wieder in der Rush Hour. Er muss mich hassen. Wahrscheinlich, wer die letzten Tage nie was gefunden hat. Nein. Ah, sorry, nehmen Sie mit. Bier. Ah, die Suppe ist kein gutes Gericht für eine. Hat er Chicken bekommen. Für eine Rush Hour.
Ja. Ich glaube, das ist einer meiner schlechtesten Tage bisher. Die Suppe mache ich wieder raus. Das war echt ein Fehlkauf. Also Leute, kauft euch nicht das Suppenrezept. Die ist einfach nicht wert. Das ist zu viel Arbeit. Kann es sein, dass die finanziell auch nicht was einbringt, aber... Ne, nicht für den Aufwand. Da habe ich lieber eine Brezeln. Oh, er schon wieder. Inspektor. Tja, gibt heute nichts zu gucken. Ah, doch. Tja, Inspektor. War eine sehr langweilige Stunde für dich, ja? Bye, bye. Jetzt bin ich mal tierisch gespannt. Zwei Bad. Ui. Mal schauen, was er in seiner E-Mail sagt. Inspection passed. Wow. Okay, Werbung. Werbung. Nacho Upgrade. Ich habe keine Nachos. Menü Rod. Hoffentlich die Suppen. Wo ist die Suppe? Da. Oh, die ist angetackert. Oh. Ich glaube, dann geben wir ihr nochmal eine Chance. Aber wir können wieder Steaks reinnehmen. Obwohl... Moment, die Steaks lassen wir jetzt erstmal draußen. Dafür wollten wir ja ein Upgrade kaufen, wenn wir 2000 Dollar haben. Und dann holen wir uns erst morgen wieder rein. Kommt jetzt erstmal die Lasagne und die Pizza. Jetzt meine ich es ernst, ja. Oh, Catering. Catering. Was gibt's denn? Drinks aplenty. Bier und Soda. Selbstverständlich. Eine Bier- und Cola-Party. Okay, wie viel muss ich machen? 20 Leute. Oh, kriegen wir hin. Na, das geht ja wunderbar los. Ja, das sieht ja geil aus. Bitte. Na, bisher wollte nur einer Cola. Oh, da. Nein. Sorry. Nein. Doch. Medium. No Eis. Bitte. Na, das ist ja eine Party. Hoffentlich reicht das Bier, was ich mitgebracht habe. Das ist echt eine geile Büroparty. Die Leute haben Pause und so wie es aussieht, besaufen die sich ja. Jeder nimmt ein Bier. Ich glaube, der hatte schon eins zu viel. Oh, sorry. Ja, 27 Leute. Na, wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt haben wir 675 Dollar bekommen. Das heißt, wir sind über die 2000. Und können uns das Schnitzel-Upgrade kaufen. 50% Erhöhung des Preises. Und es gibt neue Rezepte. Aber hallo. Dann nehmen wir es auch gleich aufs Menü. Machen dafür... Oh, der Pancake stinkt eh, dann machen wir den raus. Ich konnte gesehen eben. Oh, das haben wir nach oben hier. Moment. So. Gut. Na dann, er saved. Auf zum nächsten Tag. Ich bin auf Schnitzel-Upgrade gespannt.
Das könnt ihr aber glauben. Eine Wurstpizza. Oh, lecker. Oh ja, jetzt kommt das neue Schnitzel. Also, seasoned mit zweimal Spice. Okay, Chicken, Bowtie, Bouillon und... Oh, sorry. Sellerie. Ja, liebe Kinder, Sellerie ist gesund. Immer schön brav euer Sellerie essen. So, Bowtie, Bouillon, Gewürze, Tomaten, Karotten, Sellerie. Bitteschön. Zack, 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 und Juice. Oh, ich kann mir noch ordentlich was freischalten. Drei weitere Rezepte noch. Und die Schnitzel-Rush-Hour beginnt. Oh Gott, oh nein, also Pasta, Sauce, Meat. Schon lange nicht mehr gemacht hier. Nein, der Schnitzel verbrannt. Puh. Urteil. Vegetarische Suppe. Oh Gott, ja, ja. Spice-Mess. Juice-Citrus. Wurstpizza. Butter. Oh, gehen wir alles hin. Zack, zack, zack. Tomato-Cheese. Pepperoni. Oliven, Onions, bitteschön. Ich hätte gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen hier. In unserem Sternenrestaurant. Oh nein. Haben wir nicht hingekriegt. Eine Pepperoni-Wurstpizza. Ach, Sausage ist Salami. Zumindest sieht das auf dem Bild hier so aus. Dann gibt das natürlich auch Sinn. Die haben da auch ein Wort für Salami, jetzt heißt das Salami. Und jetzt geht's wieder los, also passt das aus. Und so, vegetarische Lasagne. Ganz ehrlich, was da bei der Suppe alles neuen Zutaten freigeschaltet werden kann. Meine, schaut euch das mal an, ja. Das ist der Wahnsinn. Da müssen Leute aber tierisch mehr Geduld freischalten kriegen. Oh ja, das können wir eigentlich als nächstes mal kaufen. Diese Air Conditioner, damit sie ein bisschen geduldiger sind. Suppe machen können. Oder? Moment, ich muss gleich nochmal. Bei der nächsten Pizza schaue ich mir das nochmal an. Ist Sausage vielleicht wirklich ein bisschen? Ich meine. Oh, Rush Hour. Okay, jetzt schauen wir uns vielleicht nicht während der Rush Hour an. Das sieht aus wie gehacktes Bildchen. Ja, 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 ja. Bin noch schon da, Leute. Okay, eine Pizza ist verbrannt, nicht so schlimm. Nur was zu überleben. Ja, schon wieder. Ja, ja, ich bin gleich da. Zack, zack, zack.
Was? Was ist hier? Was? Willst du mich verarschen, ey? Leute. Oh Scheiße, Schlüssel verbrannt, Schlüssel verbrannt, Schlüssel verbrannt. Es ist nicht verbrannt. Hier. Also Tomato, Cheese, Oliven und Zwiebeln. Irgendwie. Das Grüne ist doch hier. Wie ist das? Keine Ahnung. Ist das nicht Sellerie? Lauch und sowas. Gute Pizza hier. Bis auf die Würstchen. Oder gar kein Bällchen. Wieder eine vegetarische Pizza. Okay, das ist okay. Also wir haben jetzt schon mal die 400-Dollar-Grenze überschritten hier. Alles nur durch unser Superschnitzel. Ja. Also, wieder Werbung. Lasagne-Upgrade. Oh, geil. Muss ich gleich mal schauen. Oh, Crazy Dave will wieder wetten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist eine Wette für dich. Hab alle drei frittierten Menüs, Mahlzeiten auf deinem Menü. Das sind Pommes, frittiertes Hühnchen und Super Pillars. Und krieg eine 20-fache Kombo. Wenn du das schaffst, gewinnst du 600 Dollar. Ach du Scheiße. Ja gut. Aber wir haben keine Fried Chicken. Wobei, wir haben hier wieder ein bisschen Kohle. Wir müssen eh irgendwann Essen kaufen. Dann können wir noch mal schauen. Dann kaufen wir doch mal frittierte Hähnchenbeine. Bing, bing. So, wo ist er? Nein, jetzt fehlt's Geld. Das war ein Reinfall. Gut. Wofür waren jetzt nochmal diese Tickets? Gibt's irgendwelche Extra-Events? Ne. Ach, Scheiße. Wir wollten doch die Klimaanlage kaufen. 600 Dollar. Naja. Ach, guck mal, es gibt sogar einen Mailfilter für die Spams. Wunderbar. Die Dinger sind eigentlich kostenlos. Gut, wie komme ich wieder weg hier? Alles klar, na dann, auf zu Tag 27.